Ja, herzlich willkommen zu Wildlife Zeit am Sonntag. Schön, dass ihr einschaltet. Wieder zu den Artenschutz-News, alle 14 Tage neu. Habe ich heute frische, neue Infos für euch. Nach einem ganzen langen Tag harter Arbeit im Safariland heute, bin ich jetzt gerade wieder bei uns hier im Wildlife Office angekommen. Buschi turnt hier irgendwie gerade unten in seiner Decke hier rum. Mal gucken, ob er noch Lust hat, einmal Hallo zu sagen. Na? Der kommt bestimmt gleich einmal vorbei. Der spart sich jetzt erstmal noch ein bisschen und schläft noch eine Runde. Und dann kommt er bestimmt hoffentlich gleich raus. Und zwar ist es so, dass ich heute ganz, ganz besondere News für euch habe. Und zwar geht es nämlich um den Bartgeier. Und der Bartgeier, das ist eine ganz, ganz besondere Vogelart. Sogar einer der größten Vögel in Europa. Lange Zeit war der in Deutschland nicht zu sehen. Genau gesagt, über 140 Jahre gab es keine Bartgeier im deutschen Flugraum. Und das hat sich jetzt geändert. Vor 2 Tagen wurden zwei Nachzuchten aus Spanien hier in Deutschland ausgewählt. Genau gesagt in Bayern. Zoologen und Biologen und Artenschützer haben das zusammen gemacht. Unter anderem eben auch aus dem Tiergarten Nürnberg. Zusammen diese Tiere also in den Voralpen freigelassen. Und wer sich fragt, was ist eigentlich ein Bartgeier? Ich habe natürlich ein Foto dabei. Das hier ist ein Bartgeier. Und Bartgeier sind dafür bekannt, dass sie eben Knochen fressen. Das sind richtige Knochenbrecher. Die fressen also Knochenmark und hauptsächlich Aas, also tote Tiere. Und das wurde den Tieren wirklich in der Vergangenheit auch schon mal zum Verhängnis. Und zwar ist es nämlich so, dass da gerade, ich sag mal, unnatürlich gestorbene Tiere, sprich gejagte Tiere, oftmals Bleikugeln inne hatten und die Tiere dann an einer Bleivergiftung gestorben sind. Um das Ganze jetzt vorzubeugen, hat man also mit den Jägern, mit der Jägerschaft gesprochen. Die beteiligen sich auch gerne an dem Wiederansiedlungsprojekt der Bartgeier und haben sich also dazu bereit erklärt, bleifreie Munition zu verwenden für die Tiere, die am Boden geschossen werden. Falls da mal so ein Tier liegen bleibt, muss also der Bartgeier nicht fürchten, gleich eine Bleivergiftung zu bekommen. Das ist also wirklich sehr, sehr positiv, dass hier die Biologen, die Naturschützer, die Artenschützer, die Jägerschaft und auch die Zoologen zusammenarbeiten. Nur so kann man eben Arten erhalten. Kurz noch ein paar Daten. Der Bartgeier wurde seit 1986 wieder angesiedelt. Insgesamt 230 Tiere wurden also wieder ausgewildert. Das ist also ein relativ kleiner Bestand. Die haben sehr, sehr große Reviere, weil sie sich eben hauptsächlich von Aas ernähren. Und das ist also im Moment Stand der Dinge, dass sie also wirklich viele, viele Jahre aus Deutschland quasi verschwunden waren und jetzt Gott sei Dank endlich wieder hier einziehen sollen in den heimischen Gefilden und Wäldern und vor allen Dingen auch in den Alpenregionen. Da ist nämlich die Heimat der Bartgeier. Und die sind von ihren Eigenschaften her ganz, ganz besonderes. Und zwar sind die nämlich so, dass die sich gerade die Männchen öfter mal schmücken. Und zwar in eisenoxidhaltiger Erde schmieren die sich quasi ihre Brust ein. Und deswegen haben die eine ganz rote Brust gerade, wenn es Paarungszeit ist und die Fortpflanzungszeit beginnt, schmücken die sich also relativ schön mit dieser eisenoxidhaltigen Erde. Und das also zu den Bartgeiern und deswegen freue ich mich also tierisch. Schöne Grüße auch an den Tiergarten Nürnberg, die sich also maßgeblich daran beteiligt haben und viele, viele andere Akteure an dieser Stelle. Herzlichen Dank für euer Engagement und dass hoffentlich irgendwann die Bartgeier wirklich zahlreich in Deutschland und auch in ganz Europa wieder zu Hause sein können. Und wenn ich demnächst mal in Bayern bin, werde ich auf jeden Fall die Augen aufhalten und mein super gutes Fernglas rausholen und die Tiere versuchen zu finden. Und das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, was jetzt die Leute sich was die auf sich genommen haben. Und ich hoffe, dass das Projekt klappt. Die haben relativ gute Überlebenschancen. Die finden also relativ häufig und gut was zu essen. Das sind sehr, sehr professionelle Leute, die das machen. Deswegen glaube ich schon, dass das funktioniert. Definitiv und dadurch, dass eigentlich die Vorkehrung mit der Jägerschaft auch getroffen ist, dass die informiert sind, mit im Boot sind und zusammen das Projekt vorangetrieben werden soll, glaube ich auch, dass es sehr erfolgreich werden kann. Jetzt zu einem anderen europäischen Tier. Irgendwie sind wir heute also stark bei europäischen Tieren, obwohl die Bartgeier natürlich auch schon sehr, sehr exotisch aussehen mit ihrem Bart hier, kommen wir jetzt zu einem Tier, was wirklich sehr, sehr häufig ist und zwar die Rehe. Europäische Rehe gibt es wirklich relativ häufig. Trotzdem gibt es natürlich auch gerade bei den Tieren, die es sehr, sehr häufig gibt, immer wieder Opfer. Und zwar bei der Maat. Ich hatte da schon einmal kurz drüber berichtet. Viele haben im Nachhinein sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und deswegen möchte ich einmal noch kurz über die Rehkitzrettung einiges berichten. Und zwar gibt es da nämlich wirklich interessante Informationen.
und Infos für euch, was man also alles machen kann. Viele denken immer, Rehkitzrettung bedeutet, dass man die Rehkitze mitnehmen muss und irgendwie aufziehen muss, in den Garten reinpacken. Und das ist alles natürlich komplett unnötig, sondern die Rehkitzrettung besteht also darin, das Tier, wenn man es also vor der Maat in einer Wiese gefunden hat, wo also unmittelbar darauf gemäht werden soll. Das bringt ja auch nichts, wenn ich irgendwo ein Rehkitz finde, das direkt einpacke oder umsetze. Das ist also vollkommener Quatsch. Das muss also wissen erstmal, okay, findet da am darauffolgenden Tag eine Maat statt, also wird das Gras da gemäht und ist also ein Rehkitz da zu Hause. Und wenn ich also so ein Rehkitz sehe und ich weiß, okay, da wird morgen gemäht und es wird also normalerweise auch vorher abgesucht, so ein Feld, das machen die Landwirte selber und haben also verschiedene Methoden, da gehe ich später auch nochmal drauf ein. Und wenn ich also so ein Rehkitz finde, dann darf ich das auf gar keinen Fall anfassen und streicheln. Dann nimmt es nämlich den Geruch von Menschen auf und das mögen die Rehkitzmütter gar nicht. Und dann nimmt nämlich ihre Jungtiere nicht an. Das ist also ganz, ganz wichtig, sich also überall Grasbüschel abzurupfen und die am besten gar nicht mit der Haut zu berühren, mit unserer menschlichen Haut. Weil die sind nämlich sehr, sehr geruchsempfindlich, so Rehe. Und dann nimmt man sich das Tier und bringt das nicht irgendwelche Kilometer weit weg, sondern einfach nur in die Nachbarweide, wo man weiß, okay, da wird jetzt in nächster Zeit nicht gemäht und dann setze ich das da ab und das Rehkitz wird auf jeden Fall von der Mama wiedergefunden. Die haben nämlich solche Lockrufe. Die Lockrufe sind auch ein Mittel zum Beispiel, um Rehkitze zu finden, wenn man so einen Trick haben möchte. Und zwar kann man sich so eine Lockrufpfeife für Rehkitze beziehungsweise eine Rehkitzpfeife aus dem Jagdladen zum Beispiel organisieren oder bestellen und dann kann man die Mütter damit anlocken, wenn man weiß, okay, da ist jetzt irgendwie eine Mutter, also eine Ricke, die irgendwo am Feldrand steht, dann weiß man auch, okay, die sucht auf jeden Fall nach ihrem Jungtier, dann weiß man, dass da in dem Feld auch was drin ist. Das ist zum Beispiel ein Indikator dafür. Da muss man auf jeden Fall intensiver suchen nach Rehkitzen. Was viele machen, sind die Tiere fälschlicherweise mit nach Hause nehmen. Das ist nicht erlaubt. Also Tiere der Natur zu entnehmen, ist nicht erlaubt. Und das soll auch weiterhin so bleiben. Die Natur muss diese Sachen selber lösen und regeln. Da sind nicht wir Menschen für verantwortlich. Wir können zwar ein bisschen unterstützen, die Rehkitzrettung gehört dazu, aber alle Rehkitze einzusammeln, das ist auf jeden Fall nicht Sinn der Sache. Es gibt richtige Auffangstationen, eben nur dafür, dass die Menschen eben fälschlicherweise diese Tiere angefasst haben. Die müssten eigentlich gar nicht gerettet werden, vor wem denn? Und die werden dann angefasst und in irgendeine Station gebracht und verschleppt und dann werden die natürlich von ihrem Sozialverhalten also entsprechend falsch geprägt. Und dann kann man die also nur schwer wieder auswildern und das ist eine sehr, sehr große Gefahr. Und deswegen ist es also wichtig, lasst die Rehe auf jeden Fall in irgendeiner Weise in der Natur, sorgt dafür, dass die geschützt sind. Die Mama wird die auf jeden Fall wiederfinden und das klappt in der Regel sehr, sehr gut. Eine Ausnahme gibt es natürlich und zwar, wenn ein Rehkitz verletzt ist. Wenn es zum Beispiel bei der Maat tatsächlich verletzt wurde, ist das natürlich eine ganz, ganz schlimme Sache. Das heißt, es wurde nicht gründlich genug gesucht. Wenn so eine Verletzung da ist, auf jeden Fall den Revierförster oder Jäger anrufen, weil der ist nämlich für das Wild in seinem Revier verantwortlich nach Gesetz. Das heißt, er muss sich darum kümmern, eine Lösung dafür zu finden, das Tier entweder fachgerecht nach Jagdgesetz zu erlösen oder eben gesund zu pflegen und versorgen. Das ist nicht so, dass man die Tiere dann einfach mitnehmen soll, da versuchen zum Tierarzt zu bringen. Das ist auf jeden Fall der falsche Weg, weil das wäre nämlich tatsächlich nach deutschem Recht Wilderei, wenn man das Tier einfach mitnimmt. Das darf man natürlich nicht. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, so Rehkitze zu retten. Guck mal, da ist der Busch hier auch. Endlich guckt er mal vorbei. Bist du aufgestanden? Zack, ist er schon wieder weg. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, Rehkitze zu retten. Da gibt es zum Beispiel den Drohnenflug. Es gibt also richtige Rehkitz-Rettungsvereine. Das sind also freiwillige Zusammenschlüsse, die also hauptsächlich mit den Landwirten zusammenarbeiten und auch mit der Jägerschaft. Die kann man einfach anrufen, dann fliegen die mit der Drohne über das Feld und können dann ganz genau feststellen, okay, da ist was Warmes, da gehen wir hin, was suchen. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Fahnen aufzustellen. Also wenn ich weiß, okay, morgen mähe ich das Gras auf meiner Wiese, dann kann ich einfach so große Fahnen, die, ich sag mal, so eine Windschutzscheibenschutz und Alufolien-Dings einfach an so einen Holzflock dran binden und dann den Armfeuer aufstellen. Da haben die Rehe Angst vor und nehmen dann ihre Jungtiere auch mit und ziehen um. Das heißt, ich muss also dem Reh ein Signal geben, um ihm zu sagen, okay, hier ist es gerade unsicher, ist es irgendwas anderes, such dir bitte einen anderen Platz. Die meisten Ricken ziehen dann mit ihren Kitzen um. Und das machen die also wirklich sehr, sehr gut. Wenn man da noch ein spezieller nachhelfen möchte, kann man zum Beispiel auch
Fahnen machen, indem man zum Beispiel ja, Raptorenspray da noch draufpackt. Das zum Beispiel wird das oft in der Jägerschaft verwendet, um zum Beispiel Marder oder sowas zu vertreiben. Es hat einen anderen Sinn, aber bei Rehen scheint es auch zu funktionieren. Das kann man zum Beispiel auch einsetzen. Ganz einfach und klassisch ist natürlich auch, so ein Feld abzusuchen. Nur bei mehreren Hektaren kann man da wirklich sehr, sehr lange suchen. Da spricht man also wirklich von der Nadel im Heuhaufen. So ein Rehkitz steht ja nicht einfach irgendwo, sondern in der Regel in den ersten Tagen legt sich das auf den Boden ab und duckt sich so, dass man das fast gar nicht sehen kann. Und das ist also quasi die Lösung und der Schutz, den sich die Rehe einfallen lassen haben von Mutter Natur, um nicht von den Raubtieren wie zum Beispiel Füchsen oder Dachsen gesehen zu werden, sich einfach abzuducken und zu verstecken, nicht wegzurennen, zumindest in den ersten Tagen nicht. Und deswegen spricht man bei einem Reh von einem sogenannten Nesthocker. Das ist also die Fachsprache dafür. Und das bedeutet, dass das Tier sich quasi abliegt oder abduckt. Ja? Oder Ableger kann man zum Beispiel auch sagen. Gut, also ganz, ganz wichtig, man kann also wirklich sehr, sehr viel bei der Rehkitzrettung machen. Was ich auf jeden Fall euch mitgeben möchte, ist, nicht einfach Rehe sehen, einsammeln, irgendwo retten. Das Tier braucht eure Hilfe nicht an dieser Stelle, sondern es muss der Natur überlassen bleiben. Denkt dran, das ist Wilderei. Und wenn das Tier verletzt ist, auf jeden Fall den Revierförster oder Jäger anrufen, weil der ist dafür verantwortlich und der kümmert sich dann auch darum mit ihnen zusammen um eine Lösung für das Tier, wenn es ja im Zweifelsfall sogar tatsächlich verletzt ist. Gut, jetzt habt ihr auf jeden Fall eine Menge Möglichkeiten, was man so machen kann, um die Rehkitzrettung voranzubringen. Es ist nämlich jetzt genau gerade die Zeit für die Rehkitzrettung, weil viele nämlich gerade bei diesem warmen Wetter ihr Gras mähen, um Heu zu machen. Und deswegen drücke ich allen die Daumen, dass wirklich wenig Kitze dieses Jahr sterben, dass sie die Chance haben, bei uns in unserem schönen Land zu leben. Und das wird auf jeden Fall auch klappen, weil das hat in den letzten Jahren auch sehr, sehr gut geklappt. Die Bestände sind wirklich sehr, sehr gut. Und da muss man also wirklich ein Auge drauf haben. Und das haben die Landwirte auch wirklich. Und da muss man sich auch nicht irgendwie denken, dass die irgendwie gar nichts machen. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, sogar aus technischer Sicht, so ein Warngerät, also quasi ein Wildwarner aufzustellen. Den stellt man auch einfach die Nacht vorher rein und dann piept das und macht Geräusche und ist Licht hell. Und das warnt also die Tiere auch davor, dass man im frühen Morgentau also auch wirklich mähen kann, ohne dass da Rehkitze sich drin verstecken. Das ist leider die Zeit. Man kann also jetzt auch nicht warten, bis die Rehkitze ausgewachsen sind, sondern die Landwirte müssen natürlich ihr Gras auch irgendwann mähen, dann, wenn es das Wetter zulässt. Sonst könnte man natürlich auch sagen, ihr mäht jetzt euer Gras im Frühjahr oder im Sommer gar nicht, sondern macht es im Herbst, wenn die Rehkitze groß sind. Das funktioniert natürlich nicht. Das muss Zusammenspiel sein aus diesen beiden Sachen. Einmal das Positive für die Rehe und das Positive für die Landwirte, damit die ihre Arbeit und am Ende wir auch alle unsere Tiere füttern können. Sowohl die Zootiere als auch die landwirtschaftlichen Tiere profitieren ja von dem Heu und das ist dann auch wichtiges Futter. Übrigens, so offene Felder gab es ja früher nicht ganz so viel. Also in der ursprünglichen Zeit in Europa war ja wirklich sehr, sehr viel Wald bewachsen. Da hatten es die Rehe tatsächlich noch viel schwerer als heute. Und zwar gab es da nämlich viel, viel weniger Versteckmöglichkeiten für Rehe. Und so große Wiesen sind für die Tiere nämlich eigentlich optimal, um sich zu verstecken. Zum Beispiel vor Füchsen, hatte ich ja eben schon gesagt. Deswegen läuft das alles soweit gut. Und wir bleiben in Europa. Das nächste Thema ist nämlich das europäische Waldrentier. Da kann man sich jetzt vielleicht auch fragen, Rentiere habe ich in einem Zoo vielleicht schon mal gesehen, gibt es relativ häufig zu sehen. Aber eigentlich ist es so, dass Rentiere in Form von Hausrentieren häufiger gehalten werden in Zoos. Aber die europäischen Waldrentiere, also die wirklich draußen oben in Skandinavien leben, also europäische Wildtiere sind, die gibt es wirklich ganz, ganz selten, sind vom Aussterben bedroht. Die Bestände sind immer weiter nach unten hingegangen und in Zoos gab es eben häufig Waldrentiere, Hausrentiere zu sehen. Und die Europäische Zoovereinigung und die europäischen Erhaltungszuchtprogramme haben sich jetzt für die Strategie entschieden, nach und nach die Bestände von den Hausrentieren zurückzufahren und durch europäische Waldrentiere zu ersetzen, um diese zu erhalten. Macht es also wirklich durchaus Sinn. Und deswegen passen Zoos also ihr Populationsmanagement auch entsprechend der Artenschutzsituation in der freien Natur auch wirklich an. Und das ist ein Beispiel, was zum Beispiel der Zoo Wuppertal also jetzt mit den Rentieren gemacht hat. Die hatten also vorher auch Hausrentiere, haben die also ausgetauscht jetzt durch Waldrentiere. Die kamen jetzt aus dem Zoo von Moskau.
und haben also quasi die Haltung von diesen europäischen Waldrentieren aufgenommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück bei dieser Tierart. Rentiere in Zoos zu halten ist gar nicht so einfach. Die sind sehr, sehr speziell bei den Futterregimen, die man denen anbietet, also die Futterrationen. Die haben also wirklich einen sehr, sehr hohen Anspruch an das Futter und da bin ich mal gespannt, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und hoffentlich können die auch diese Tiere züchten. Die Zuchtempfehlung vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm ist auf jeden Fall da und deswegen bin ich gespannt, wie sich also diese Tierart weiter in den Zoos verbreiten wird. So, verbreiten, das sollen sich auch unsere europäischen Luchse, über die ich schon einiges berichtet habe. Und zwar ist ja ein Tier sogar nach Thüringen quasi von unserem Ausbildungsprogramm in Polen reingewandert. Das ist die Mira, die auch in einem deutschen Zoo geboren wurde. Das ist ja, insgesamt haben wir also über 50 Luchse mittlerweile ausgebildet für die, die sonst noch nicht dabei waren. Und jetzt ist es also so, dass die Mira wieder in Thüringen ja quasi zu Hause gefunden hat. Und der NABU Thüringen, der hat das Ganze zum Thema gemacht. Und zwar am Tag des Luchses, 11.06. war der nämlich. Und er hat ganz, ganz klares Signal gegeben. Und zwar möchten die vom NABU in Thüringen sich dafür einsetzen, dass also eine Ermittlungskommission gegen Umwelttäter eingerichtet wird. Sprich, die möchten sich gegen Wilderei und gegen ja, den illegalen Abschuss von Luchsen und Wölfen einsetzen. Wilderei, ich habe das jetzt schon zum zweiten Mal heute erwähnt. Viele denken nämlich immer nur, dass Wilderei ja ein Begriff ist, was man vielleicht bei Tigern oder bei Elefanten oder bei Nashörnern irgendwie ja in Verbindung bringt, aber das ist falsch. Wilderei findet hier auch in Deutschland statt und da kann man natürlich nicht irgendwie mit den Fingern auf Jäger zeigen, sondern die sind in der Regel die, die da auch wirklich darauf aufpassen, dass das Jagdrecht eingehalten wird, aber irgendwelche Waffenbesitzer, die denken, oh, jetzt muss ich mal irgendwie sowas abschalten oder Tierhasser gibt es tatsächlich auch, also ich kenne persönlich keinen einzigen, zum Glück, aber es soll sie geben und es gibt natürlich auch welche, die den Wolf hier nicht so gerne in ihrem Lebensraum haben und den teilen möchten mit den Wölfen und da gibt es immer wieder Abschüsse und das will der NABU Thüringen jetzt verhindern. Am Tag des Luchses haben die also ja die Initiative gestartet, also eine Ermittlungskommission einzurichten. Ich hoffe, dass sie das schaffen. Ich finde das eigentlich eine ganz, ganz gute Idee, sowas auch mal vernünftig auszuarbeiten und nachzuforschen. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dass Wilderei also von A bis Z geht und nicht einfach nur ein illegaler Abschuss dazu gehört, sondern wie gesagt, einfach so ein Kids einzuladen und dann zu Hause aufzuziehen, auch das ist schon Wilderei. Und da muss man also wirklich auch eine klare Grenze ziehen, dass die Leute auch vernünftig informiert werden und da vor allen Dingen auch mehr und besser informieren. Dann habe ich ja schon mal von der Insel Neros berichtet. Die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz hat ja also verschiedene Projekte auf Neros, auf den Philippinen oder in den Philippinen und haben also quasi da auch schon unterschiedliche ja, Ausbildungsprogramme, zum Beispiel von den Wildschweinen, auf den Philippinen und auch von dem Prinz Alfred Hirsch. Die sind hoch bedroht, vom Aussterben bedroht. In den Zoos gibt es also auch ein Erhaltungszuchtprogramm für diese Tiere, zum Beispiel im Alvetterzoo Münster. Und diese Prinz Alfred Hirsche, die wurden jetzt in dem Nationalpark auf Kamerafallen wiederentdeckt. Und der Population geht es wirklich sehr, sehr gut. Die muss weiter wachsen, deswegen muss man noch mehr Tiere als Zoomaterial auch zur Verfügung stellen, auch zu den Auffangstationen, mehr Tiere züchten. Das Europäische Erhaltungsprogramm ist ja sehr, sehr fleißig. Und ich hoffe, dass diese Prinz-Alfred-Hirsche auch weiter auf Neros und auf den anderen Inseln wieder ein Zuhause finden. So, dann habe ich noch geschrieben, und zwar gibt es einen Elefantenumzug. Elefanten ziehen tatsächlich relativ häufig um, genauer gesagt Elefantenbullen. Und wieso die umziehen müssen, erkläre ich euch jetzt. Und zwar liegt das nämlich an der ja, Natur, und zwar an den Lebensweisen der Elefanten bzw. an den Sozialverhalten der Tiere. Elefanten leben ja in sogenannten Kuhfamilienverbänden. Auch in der Natur ist es so, dass es eine Matriarchin gibt, also eine Leitkuh, die also mehrere Familienmitglieder und verwandte Tiere oftmals um sich herum schart. Und dann spricht man von einem Mutterfamilienverband, also einem Matriarchat. Und diese Matriarchate sind eigentlich wirklich sehr, sehr zusammenhängend und das ist also im Zoo auch so, dass man versucht, vom Erhaltungszuchtprogramm wirklich Matriarchate zu entstehen zu lassen.
Und immer dann, wenn so eine Kuhfamilie, eine weitere Kuh da reingeboren wird, zum Beispiel irgendwie ein weibliches Jungtier wird geboren, nach 5, 6 Jahren, wird das natürlich auch irgendwann dann mal geschlechtsreif. Aber der Papa muss dann natürlich irgendwann ausgetauscht werden. Und auch junge Bullen müssen irgendwann abgegeben werden. Aber die jungen Kühe, die bleiben in der Regel in dem Zoo selbst oder es werden ganze Kuhfamilien selbst wegtransportiert. Es kann sogar sein, dass mal 5 Elefanten auf einmal transportiert werden. Das gab es früher sehr, sehr selten. Heutzutage macht man das wirklich, dass ganze Familien dann umziehen. Aber in der Regel ziehen eigentlich immer die Bullen um. Und diese Bullen sind ja wirklich teilweise sehr, sehr groß. Also Jungbullen sind relativ einfach zu transportieren, aber Elefantenbullen, die ausgewachsen sind, also mit 5 Tonnen und mehr oder manchmal 6 Tonnen, das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Man braucht extrem stabiles Equipment. Man muss sehr, sehr vorsichtig sein. Die Tiere sind sehr, sehr gefährlich. Und die müssen dann also in einen anderen Zoo umziehen, um da ihre Gene weiterzugeben. Das ist auch nichts Ungewöhnliches in der Natur, weil so ein Elefantenbulle lebt nicht direkt in so einer Elefantenkuhfamilie, sondern der besucht die quasi nur. Bleibt manchmal ein bisschen länger, ein paar Wochen, vielleicht ein paar Tage, manchmal auch sogar über ein halbes Jahr und dann zieht er irgendwie weiter zu der nächsten Kuhfamilie. Und mehrere Kuhfamilien zusammen sind dann in einem Elefantenrevier von so einem Elefantenbullen. Das können auch 2 oder 3 Bullen sein, die haben also auch Freundschaften untereinander. Und diese ganzen Kuhfamilien, die dann zusammen sich auch kennen und mehr oder weniger in einem Lebensraum und im Reservat leben, die nennt man dann Clan. Und ein Elefantenclan besteht also aus mehreren Kuhfamilien. Und die werden meistens von einem oder mehreren Bullen versorgt, quasi von der Genetik. Und damit aus diesen Clans und aus diesen Revieren von den Elefantenbullen auch mal in der Natur Blutauffrischung stattfindet, da hat sich die Natur nämlich was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar gibt es bei den Elefantenbullen nämlich die sogenannte Mast. Und während der Mast, viele haben früher immer gedacht, das ist der Zeitraum, wo die Elefantenbullen also paarungsbereit sind, unbedingt decken wollen. Aber in der Regel werden die Kühe gar nicht während der Mast gedeckt, sondern die Mast ist eigentlich eher eine Phase, um einen neuen Lebensraum zu erobern. Und zwar, ich kann euch das mal so beschreiben: Wenn so ein Bulle richtig aggressiv ist, die Schläfendrüsen laufen, dann ist er meistens in der Mast. Andere Bullen, die ich sag mal nicht in der Mast sind, die haben jetzt sich zum Beispiel ein Revier über Jahre erkämpft und so ein kleinerer, etwas kleinerer Bulle würde nie die Chance bekommen, dieses Revier zu erobern, diesen Clan, also aus mehreren Kuhfamilien. Und deswegen ist der mit der Mast, im Prinzip ist das wie so eine Wildcard an der Achterbahn, um schneller ranzukommen. So ein Fast-Ticket quasi. Sondern das macht ihn also wirklich sehr, sehr stark. Und dann kriegt er auch eine etwas größere Klappe und hat auch mehr Power wegen dem Testosteronüberschuss, den er hat. Und kann dann auch ein etwas größeres Tier mal zum Beispiel vertreiben. Und so schafft er es zum Beispiel, neuen Lebensraum zu erobern. Und schafft es also quasi so mit. Ja, also den stärkeren Bullen, vielleicht der normalerweise körperlich überlegen wäre, zu besiegen, der sucht es weit und er hat einen neuen Lebensraum und somit neue Genetik quasi für sich erobert. Im Zoo läuft das ein bisschen anders, da müssen die Tiere natürlich transportiert werden. Das Ganze wird vom Europäischen Erhaltungszuchtprogramm koordiniert, aber auch hier ziehen wieder die Bullen in der Regel um und eher weniger die Kühe. So, jetzt habe ich echt einiges über diese Tiere erzählt. Auch ein bisschen was Exotisches heute dabei, Gott sei Dank mit den Elefanten. Sonst haben wir uns heute eher ja, auf die europäischen Tierarten ja, berufen. Es gab super viel Neues aus Europa. Vielleicht hat einer von euch noch irgendwelche Fragen. Dann kann er die gerne quasi nachher in den Kommentaren einfach reinschreiben. Ich poste das Video auf jeden Fall. Und dann hoffe ich mal, dass ihr einfach mal eure Kommentare drunter schreibt. Ich beantworte die gerne, vielleicht auch in einem nächsten Question and Answer. Und euch wünsche ich erstmal noch an dieser Stelle einen super coolen Sonntag bei diesem herrlichen Wetter. Ich hoffe, ihr seid in 14 Tagen wieder dabei, wenn es heißt Wildlife Zeit am Sonntag. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch unseren Kanal auf YouTube abonniert. Da gibt es also wirklich ganz, ganz viele neue Videos von unterschiedlichen Situationen, Transporten und so weiter. Und ihr könnt also immer live dabei sein mit der Wildlife-Zeit. Also, schöne Grüße für Buschi auch nochmal in Abwesenheit und euch also noch einen schönen Restsonntag. Ciao!